Herzlich willkommen zur 16. Folge von Minecraft Furo. Ich bin gerade auf dem Weg zu Krumli, der hatte mir ja eine Aufgabe gegeben, beziehungsweise einen Auftrag ge gestellt. Und jetzt werde ich mal gucken, wie weit das ist, wie weit er da ist. Und wir machen heute in der Folge mal schön Roleplay. Viel Spaß dabei. So, gehen wir mal zu ihm hin. Hallo, hallo Herr Krumli, hallo. Architekt, das trifft sich ja sehr gut. Hier ist ja außer Aushub noch nicht viel passiert. Ich habe immer noch kein Dach über dem Kopf, aber ich bin halt kein Architekt, ne? Ja, Ich deswegen dachte ich, ich guck mal vorbei. habe von dem ganzen Zeug keine Ahnung, deswegen wollte ich sie ja auch anheuern, um meine Fabrik zu bauen. Ja, das ändern wir jetzt, damit Sie Ihre Kekse auch trocken halten können. Nicht nur trocken halten, sondern überhaupt erst herstellen. Ohne Fabrik läuft da nicht viel. Ja, machen wir ja. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch einfach mit der Grundsteinlegung. Ja, sehr gute Idee. Am besten schlafe ich noch einmal unter freiem Himmel ein letztes Mal. Ja, genau. Und Materialien hatten Sie sich ja schon Gedanken gemacht, das hatten Sie mir ja geschrieben. Ja, genau. Da habe ich schon ein paar Gedanken. Genau. Das kriegen wir schon hin. I don't know. Hier, sehen Sie mal. Das passt doch perfekt. Ja, einwandfrei. Und noch ein Solide paar. Steine, da kann der größte Sturm kommen und die Fabrik bleibt stehen. Ja, und um noch ein paar Akzente zu setzen. Schöne Ziegelsteine. Ja, das sieht super Schön, aus. wie früher immer. Und für das Dach habe ich gedacht, so ein schönes Blechdach vielleicht. Mit Akzenten so. Das sieht doch super aus, oder? Ja, das als Blech und die tragenden Teile dann halt etwas stärker. Genau. Das sind so die Gedanken, die ich mir bisher gemacht habe. Aber Sie sind halt der Architekt, also. Wenn Ihnen noch etwas Gutes auffällt, dann ich nehme jeden Vorschlag dankend an, damit alles besser aussieht. Ja, kriegen wir hin, denke ich. Sehr schön, sehr schön. So, ich denke, ich werde mal Ihren Ofen besuchen. Ich hoffe, Sie haben da was vorbereitet. Ein wenig, denke ich, doch. Ein kleines Oh ja, wenig. oh ja, oh ja. Genau. Habe zufälligerweise auch noch ein bisschen Lehm auf Tasche, den schmeiße ich da mit rein. Ah, das trifft sich ja sehr gut. So, dann denke ich mal, wollten wir doch mal die Ecken abstecken, oder? Genau. Die Ecken den Akzenten abstecken? Ja, genau. Das ist ja die Ecke und sollte ja, hatten Sie ja gerade gesagt, aus diesem Ja. normalen Ziegel sein und dann können wir damit auch anfangen. Ja, alles klar dann. Wollen wir die Baustelle doch mal ein wenig schöner machen? Hier an dem Punkt, wo vielleicht die erste Ecke. Ja, Dann der kann Berg man. müsste noch ein bisschen angeglichen werden, aber. Ja, dann kann man hier noch zwischengehen. Ja. Sobald der Berg ein bisschen angeglichen ist, wird das wahrscheinlich auch ein bisschen weniger massiv daneben aussehen. Ja, müssen Sie mit Ihrem Nachbarn dann abklären. Ich denke, der sollte nichts dagegen haben. Ist ja eh ein Berg mit einem riesen Loch drin. Ja, eben, genau. Brauchen Sie noch was von denen hier? Oh, ja, da kann ich schon mal die Mauer quasi fertig setzen. Bitteschön. Aha. Sehr interessant, sehr interessant. Die Optik ist doch schon mal 1A für Fabrik. Das sieht sehr nach einer wunderbaren Fabrik aus. Wie geschaffen aus dem Industriezeitalter. Ja, Verzeiht mir das wie Wort. mit der TARDIS rüber kopiert. Über aus der Vergangenheit dann auch noch. Ja.
Meinen Sie, wir machen die Fabrik eventuell bis hierüber sogar? Können wir auch machen. So, bis da. Ist das noch ein wenig breiter? Also kriegen wir mehr Produktion unter. Das sieht auf jeden Fall schon nach ordentlich Fläche aus. Doch, da sollte ich einiges unterbringen. Vor allem sollen da ja auch meine Privaträume unterkommen. Das wird ja nicht alles Fabrikraum. Ja, ich habe gehört, früher war das so, dass die Büros und Privaträume immer in den obersten Stockwerken so einer Fabrik eigentlich waren. Genau, so war das ja auch geplant hier für mich. Meine Büros und Privaträume ganz nach oben mit einer schönen offenen Halle. Denk mal, das gibt den richtigen So Flair für die Arbeiter. als Eckpunkte für die erste Halle, was halten Sie davon? Ja, doch, denke mal. Dann kommt hier hinten noch meine schöne Farm hin. Mein Gewächshaus. Vielleicht noch So. ein Lagerbereich in der gleichen Art und Weise noch hier ran irgendwie. Ja, oder da vorne. Genau. Wobei, wenn das hier ran gemacht wird, eventuell mit noch so einem Torbogen als Durchgang, wo dann meine Zulieferer ankommen können. Ich denke mal, das. Genau. Dann Da. könnten die da im Innenhof schön abladen. Genau, hier so eine Abladestelle dann bauen, das könnte man auf jeden Ja, Fall so ja. verwirklichen. Sehr schön. Dann schnappe ich mir auch gleich mal ein paar Steine. Wir brauchen vor allem noch jede Menge Ziegel. Ja. Oh, ich bin verrutscht. Das ändern wir aber ganz schnell. Ja, das ist ja jetzt kein Problem. Wie wäre es denn eventuell damit als Akzente? Müsste man jetzt noch mal umsetzen, aber Das könnte man als Fensterumrandung vielleicht benutzen. stimmt, ja. Ja, ich hätte hier mein Maßband wahrscheinlich verwenden sollen, da wäre ich auch nicht verrutscht. Ja, das wäre wahrscheinlich sehr günstig gewesen mit dem Maßband. Für das nächste Mal. Wir haben ja noch andere Gebäude zu bauen hier. Muss ja sagen, für solche Bauvorhaben, früher musste man immer Gerüste bauen. Die neue Technik des Angel Rings ist auf jeden Fall eine gute Ja, Erfindung. die ist unglaublich gut. Diese GP-Power, die Grid-Power, die ist ja wirklich sehr erstaunlich. Ja, wir haben Glück gehabt, dass der Doktor auch ein paar Wissenschaftler gerettet hat. Definitiv. Wobei dieser Herr Freudenberg neben mir, der ist mir schon ein wenig gruselig geworden in letzter Ich Zeit. hab gehört, der geht in dunkle Magie. Ja, Blutmagie sogar. Ja, Nicht nur ja, dunkle, sondern Blutmagie. Und er benutzt die Blutmagie an Villagern. ja. In seinem Keller. Ich hab gehört, wenn man da vorbeigeht, dann hört man immer Schreie. Ja, aber wirklich sehr hilflose Schreie. Und ich wohne ja direkt daneben. Ich höre sie andauernd. Ja, dann müssen wir zusehen, dass die Fabrik auf jeden Fall sehr schalldicht wird. Ja, sonst werden noch meine Arbeiter abgeschreckt. Das will ich Ja. ja nicht. Die Arbeitsmoral darf auf jeden Fall nicht sinken hier. Ich Hat muss aber auch Maßstäbe den setzen. Vorteil, da können Sie Ihre Arbeiter mit antreiben. Wenn die hier nicht arbeiten, sagen Sie, Sie schicken die einfach zum Freudenberg. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Sollte ich mal drüber nachdenken, das als Motivation zu nutzen. Was, Sie wollen Urlaub? Ich schicke Sie gleich zu Ihrem Herrn Freudenberg. Der wird Ihren Urlaub dann schon genehmigen. Für immer. Das sieht doch schon mal sehr gut aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Hier wären noch, upsala, da wären noch die restlichen Bricks, die ich im Ofen hatte.
Haben Sie noch Clay zufällig übrig? Ich habe leider nichts mehr in der Tasche. Wenn, dann müssten wir an meine Vorräte gehen. Da habe ich noch Clay. Ja, dann will ich schnell rüber gehen und suchen. Ja, die sind in diesem Kistensortiersystem. Alles Da, klar, wo auch die vielen Metalle sind. Dann wollen wir doch mal die Etagen angleichen. Quark heißen die. Okay, da brauche ich noch welche von. Denn? Das ist vom. Das sind Bricks. Granit Bricks. Blöd man nicht. Cracked Bricks? Wo sind sie denn? Das sind ganz normale Bricks, ne? Ja, mit Bricks, Bricks machen geht immer gut. Naja, bauen wir erstmal mit dem, was wir haben. So, wie läuft es denn hier? Ja, ganz gut, mein Granit ist nur gerade ausgegangen. Sehr gut, dass ich gerade ein neues dabei habe. Das passt. Natürlich immer am Mitdenken hier. Wir wollen. Oh. So, wenn wir hier dann den Durchgang machen, würde ich sagen, mal so breit, oder? Ja, das ist ein guter Durchgang. Irgendwie finde ich gerade das Rezept für diese Granitbricks nicht mehr. Einfach nochmal die Granitsteine nochmal in einem Viererfeld anordnen. Ah, okay. Aber würden Sie einmal den Chisel rüberreichen, dann könnte ich die Ziegelsteine gleich noch. Bitteschön. Vielen Dank. Okay. Oh, da ist ein kleiner explodierender Bauhelfer gerade runtergefallen. Ja, da kümmere ich mich direkt drum.
Damit sie auch ein wenig Motivation bei der Arbeit haben, hänge ich ihnen hier noch ein bisschen Motivation auf. War das einer ihrer Ex-Arbeiter? Das war der Bauhelfer. Der hat zu Ah. schlecht gearbeitet. Oh, mit dem geht das ja sehr viel schneller. Das ist auch wieder moderne Technik von einem unserer Doktoren. Ah, sehr interessant, sehr Ja, interessant. was die hier alles erfinden mit den Materialien, die wir hier finden, das ist schon sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, da müsste ich mich auch mal mit beschäftigen, wenn man so gut damit bauen kann. Ja, Boden müssen wir uns dann noch überlegen und den Zwischenboden. Stimmt. Den Zwischenboden würde ich eventuell aus Holz bauen. Mit Steinstützen oder Metallstützen. Ja. Ich denke mal, das würde sehr gut in den Stil reinpassen. Welches Holz kann ich allerdings noch nicht sagen. Da weiß ich nicht, was dazu passen könnte. Ja, wir bauen jetzt erstmal die Wände hoch und dann Ja. ergibt sich der Rest. Da haben sie wohl recht. Was meinen Sie denn? Das Nebengebäude bis hier hinten direkt zum Berg ziehen? Oder Ja. werde ich dann Nachbarsgebäude dran? Ja, da musst du damit leben. Ja gut, dann hören meine Arbeiter eventuell noch die Schreie. Ja, dann Motivationshilfe. Motivationshilfe, genau. Ja, dann sage ich mal, ist hier direkt an der Ecke die Außenwand. Genau. So und so. Es ist noch die Frage, wie breit meinen Sie, sollte das Außengebäude sein, damit es nicht zu falsch aussieht? Naja, je nachdem, wie viel Lagerraum Sie brauchen. Vielleicht halb so lang wie dieses hier. Halb so lang, also bis hier ungefähr. Ungefähr, ja. Ja, doch, das könnte gut sein, ja. Mal bis hier. Ich denke mal, mit den modernen Lagersystemen braucht man auch nicht allzu viel Platz. Ja, ich denke auch. Aber irgendwie sind diese Lehmsteine immer leer. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Da ich meine Fabrik halt noch nicht habe, ist es etwas komplizierter, eine gute Produktion da aufzubauen. Ja, aber das ändern wir ja gerade. Genau. Haben Sie noch genug von den Granitsteinen? Ich hätte hier noch Allzu einen viele, oh, Granit. danke schön. Weil allzu viele habe ich leider nicht mehr. Ja, dann müsste ich eventuell noch mal welche holen gehen. Also von denen habe ich ja im Lager genug. Habe ich schon gesehen, da sind einige. Meinen Sie, wir sollten eventuell auch ein wenig Akzente noch in diese untere Schicht setzen mit Broken oder mit diesen gesprungenen Ziegelsteinen unten? Ja, können wir dann austauschen, wenn es fertig ist. Vielleicht so in der Ecke irgendwie dann. Genau, Ja. immer so ein bisschen so am Stück. Wir können ja das zur Ecke zu Herrn Freudenberg machen. Dann sagen wir, durch seine Blutmagie sind die neuen Gebäude schon ruiniert. Ja, dann haben wir gleich was gegen ihn in der Hand. Ja.
Falls wir vor Gericht ziehen müssten, wäre das ja Gleich vielleicht ein Beweise guter. dafür, dass Blutmagie schädlich auch für Gebäude ist. Wobei, wenn er der neue Richter werden sollte, könnte ja ziemlich gefährlich für unsere Ansprüche hier werden. Ja, aber wir haben ja noch den korrupten Bullen. Der ist bestimmt mit Keksen sehr bestechlich. Stimmt. Wenn er auf Kekse stehen sollte, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Naja, Möglichkeit. das ist eine Kuh. Der steht bestimmt auf Milch mit Keksen. Gute Idee, gute Idee. Die Milch, die muss ich noch besorgen. So. Ich glaube, ihr Nachbar auf der anderen Seite züchtet Monster. Ja, oder er ist nicht sehr gut darin, diese von seinem Gebiet fernzuhalten. Es ist beides möglich. Hier ist Natur im Weg. Können wir die nicht entfernen? Doch, doch, die können wir entfernen. Diese Natur ist gerade noch so auf meinem Gebiet, da kann ich noch Okay, drauf ja, ich habe oben schon mal zugreifen. Äste und Blätter geschnitten. Sehr gut. Viel Hirn haben die Monster hier zum Glück nicht. Ja, sonst wäre das auch noch ein größeres Problem. Wieder kein Granit mehr. Müssen wir doch mal gucken. Also vier Blöcke sind da unten jetzt noch eingefallen. Ich gehe mal eben kurz bei mir gucken und ich glaube, ich habe eine von den neuen Speichermedien voll. Ah, ja gut, Bis dann gleich. bis gleich. Turbo mal einlegen. Muss ich nur noch suchen, auf welcher dieser Karten ich das gespeichert hatte. Ich glaube, das müsste diese hier sein. Ja. Ah, hoffentlich fliege ich jetzt nicht raus. Das wäre Und ärgerlich. da. So. So, da ist er wieder. Ah, sehr schön. Und ich habe meinen Alloy-Smelter gleich ein bisschen mehr automatisiert, damit wir auch schneller an die Bricks kommen. Okay, ich habe mal ihre Speicherkarte aus dem unteren rechten Lesegerät in die Kiste getan und meine da Ja, reingetan. das ist doch vernünftig. Das ist doch ein wenig Granit, ja. Da muss ich wohl zustimmen. Ja, aus meinen ganzen Aushubarbeiten sind das quasi die Reste. Die Reste vor allem nur. Und das ist nicht der einzige Rest.
Bricks. Oh, da hat sich mein Zauberstab verzaubert. Ihr Zauberstab verzaubert? Ja, weg, abgenutzt. Abgenutzt, ach so. Hätten Sie eventuell einen Diamanten und zwei Sticks für mich? Ich glaube, so war das. Ja, doch, die wären hier unten links in der Kiste. In dem Modular Storage. Warum packe ich denn jetzt die Sticks einzeln? Oh, da liegt alles auf dem Boden. Ja, ich bin gerade am Umsortieren, um Platz zu machen für die Wand. Ich bräuchte mal ganz schnell den Tisch, damit ich das. Ich habe keinen Crafting Table leider dabei. Ein Crafting Table. Ui, wo war denn der? Hier. Dankeschön. Ansonsten einfach im Modular Storage gibt es ja auch ein Crafting Feld. Ach stimmt, da denke ich immer nicht dran. Wo habe ich denn jetzt die Bricks gelassen? So, damit wird das schon mal. Dann fülle ich hier oben noch auf. Ja, könnten Sie hier diesen Pfosten einmal hochsetzen, bitte? Ja, natürlich. Ja, danke. Wie hoch machen wir die Außenwand denn noch? Ich wollte jetzt noch die Wohnabteilung draufbauen, die dann 4 hoch ist, quasi. Okay, ja. Wenn Ihnen das nicht zu flach ist. Ich denke nicht, nee. Oder machen wir die Wohnabteilung, machen wir da dann die Büros rein und die Wohnabteilung an sich wird einfach nur dieses kleine Zipfelchen, das wir auf unserer Skizze schon. Ja, können wir auch machen. Ja, das bietet sich, denke ich mal, an. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier diese Abteilung quasi noch abgesteckt habe, die Höhe, dann werde ich erstmal ein kleines Mittagspäuschen einlegen. Ja, ist ja nur vernünftig. Auch eine kleine Pause einzulegen. Kann es eventuell sein, dass der Server ein klein wenig laggt? Könnte, bei mir aber nicht. Okay, dann könnte es auch an mir liegen. Zu schade. So, ich denke, das wäre das Grundgerüst des Ganzen. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Dann werde ich die noch anstehenden Arbeiten, bis wir weitermachen, einmal vollenden und dann treffen wir uns wieder Genau. zu unserer langen Bausession dann. Genau, dann wird quasi schon noch das Dach gepackt und draufgepackt, etc. Genau, und ein bisschen
Boden reingezogen und Treppen gebaut und so etwas, denke ich mal, ne? Ja, genau. Von daher, dann sage ich erstmal gute Pause. Jo, gute Pause, bis später. Bis später. So, das ist jetzt erstmal das, was ich euch als Aufnahme zeigen möchte. Wir werden das Ganze jetzt ein wenig weiterbauen. Das wird jetzt im Stream passieren, weil es ist einfach für Folgen, es ist einfach zu lang. Also wie ich es gehört habe, wird der Krumli das Ganze auf jeden Fall als Zeitraffer-Video verpacken. So rum wollte ich das sagen. Ja, ich werde da dann nochmal eine Folge für euch fertig oder bereitstellen, wo dann quasi die Vollendung des Baus drinne vorkommt. Aber bis dahin sage ich danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mir noch nicht gefolgt seid, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Follow gebt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Everybody, 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 everybody get your fucking hands up.